Ein wunderbares Weihnachtsfest wünscht Olli Dütschke vom Podcast Basler Ballard, powered by newsflash24.de. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten bis hierhin und werdet auch noch welche haben. Und wir haben auch den Weihnachtsmann heute dabei, Mario Basler. Guten Morgen! Ja, wo ist dein weißer Bart? Hast du ihn abrasiert? Der ist ja Weihnachten, ist er vorbei und von daher wird er weggelegt. Normal. Also, normal. Und wir haben eine große Überraschung. Ja. Ja. Knecht Ruprecht ist auch dabei. Nein, das nicht. Mit der Route, aber mit der Route. Mit der Route. Also, ja, heute hauen wir drauf. Denn heute ist nicht nur Basler Ballard, denn heute ist auch Bubble Ballard. Ja, Markus Pappel, ja, hallo, ja, servus, frohe Weihnachten. Moin. Schönen guten Morgen. Schöne Weihnachten noch im Nachgang. Und ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Zeit. Bis gerade, ja. Wir lassen uns überraschen. Wir wollen heute ein bisschen reden über 2023 und wir wollen heute ein bisschen reden über 2024. Ihr seid gut vorbereitet, aber erstmal, wenn wir über Weihnachten reden und wir haben Markus Pappel da, du hast auch Weihnachten mal Fußball gespielt, ne? Als du mal in England warst. Der berühmte Boxing Day, wie war denn das so? Der Boxing Day war für mich hervorragend, weil wir haben am 23. Dezember noch gespielt, also konnte ich den 24. wunderbar in meiner kleinen Familie feiern und ich finde die Weihnachtsfeiertage eh immer so brunzlangweilig. Von daher hat es mir überhaupt nichts ausgemacht, am zweiten Weihnachtsfeiertag zu spielen. Und du, Mario, hast du mal irgendwann mal Weihnachten Fußball gespielt? Nee. Ich glaube als kleines Kind dann am Atari-Gerät. Nein, ich hatte auch mal Hallenfußball, ne? War das nicht auch schon am Weihnachten? Ja, aber das war ja nicht Weihnachten, Olli. Da du keine Ahnung hast vom Fußball. Entschuldigung. Also eins ist ja, nein, wir haben der Weihnachtsferien gehabt. Wir haben dann irgendwann mal im Januar die Hallenturniere gehabt, aber über Weihnachten, Neujahr war immer frei. Da konnten wir schön alles genießen zu Hause. Könnte man sich sowas eigentlich auch in Deutschland vorstellen, Markus? Mal Weihnachten Fußball spielen, Bundesliga? Ja, was heißt, mit Sicherheit ist das ein Format, wo man irgendwann überdenken muss, weil die Spiele werden ja nicht weniger, sie werden ja immer mehr. Und vielleicht kannst du dadurch auch ein gewisses, ja, irgendwas entzerren. Natürlich spricht das nicht unserer Tradition. Ich denke, da wäre am Anfang wäre ein großer Aufschrei. Aber wie gespannt sind wir denn immer vorm Fernseher, wenn Boxing Day ist und schauen uns mit Hochgenuss die englische Premier League an. Und deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das irgendwann nach Deutschland auch kommen wird. Gab es, Stichwort Tradition, bei deinen Einsätzen in der Premier League am Boxing Day irgendwie was Besonderes? Oder war es so ein Spiel wie am 4. März? Ja, das war schlussendlich nichts großartig was anderes. Das Einzige, was auffallend war, dass die Stadien halt einfach voll sind. Ja? Also selbst bei Vereinen, bei Liverpool ist ja eh immer voll, aber es gab ja auch Vereine, wo eben nicht so ein hoher Publikumsbesuch war. Aber am Boxing Day waren die meisten Stadien echt ausverkauft. Boxing Day wäre was mit Boxen, ne? Aber das Fußball. Ja, ich höre dir gespannt zu. Ich weiß gar nicht, von was ihr redet. Ich habe gedacht, wir wären so ein Fußball-Podcast. Jetzt reden sie über Boxen die ganze Zeit. Nein, es ist natürlich auch für uns, ne, wenn wir in Deutschland waren, und das war natürlich immer schön. Markus hat es ja vorhin auch schon gesagt, also ich bin ja auch so ein bisschen der Weihnachtsmuffel. Ich habe ja mit Weihnachten nicht so viel zu tun. Also ich bin froh, wenn ich meine Kinder mal kurz gesehen habe oder meine Enkelkinder am 24. Aber ich bin dann auch froh, wenn die Tage dann vorbei sind, wenn ich da wieder auf meiner Couch liegen kann. Die genieße ich dann immer zu Hause und habe mich dann natürlich gefreut, dass in England weiter Fußball gespielt wird, um den Tag dann natürlich auch ein bisschen irgendwie rumzukriegen. Den 26. glaube ich, wird dann auch wieder gespielt. 29. wird, glaube ich, in England gespielt. Und von daher waren das immer für mich Tage, wo ich dann immer schön Fußball gucken konnte. Wir reden aber jetzt über Fußball, und zwar über die Hinrunde der Fußball-Bundesliga. Wollt ihr mit einer Negativüberraschung anfangen oder lieber positiv? Das ist doch scheißegal. Dann fangen wir positiv an. Markus, was ist von den Teams her, von den 18, für dich die positivste Überraschung in der Hinrunde? Ich habe drei positive Überraschungen. Ich
ich hätte nie geglaubt, dass ich mal über Leverkusen so positiv reden kann, weil sie ja in der Vergangenheit doch immer wieder auch enttäuschend waren mit dem Potenzial, was sie hatten. Aber was sie diese Saison aufs Parkett bekommen haben, aller Ehren wert, hochverdient Herbstmeister. Sie wirklich einen fantastischen Fußball spielen und vor allen Dingen erfolgreichen Fußball. Ja. Das, ich glaube, 25 Pflichtspiele nicht verloren. Das ist ja sagenhaft, diese Ausbeute und vor allem die Art und Weise, wie sie auf den Platz gegangen sind und die Spiele für sich entschieden haben. Das ist wirklich à la Bonheur. Darüber hinaus mein VfB, der hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Was heißt überrascht? Ich bin gar nicht mal so überrascht. Ich weiß nicht, Mario, kannst du dich daran erinnern? Mal beim Fan-Talk, das war, glaube ich, nach dem 5., 6. Spieltag, bin ich gefragt worden, ob das eine Eintagsfliege ist, der VfB. Und ich habe gesagt, nee, die bleiben da oben, weil die sind gefestigt. Sebastian Hoeneß hat es wirklich geschafft, da eine Einheit zu formen, haben gute Transfers getätigt, haben gute Leute wegbekommen, oder besser gesagt, die Leute wegbekommen, die ihnen nicht weitergeholfen haben und haben dafür relativ viel Geld bekommen. Und das haben sie dann sinnvoll eingesetzt und das wirkt wirklich so harmonisch, so stabil, so überzeugend. Also da geht dem VfB-Fan wirklich das Herz auf. Und darüber hinaus der erste FC Heidenheim. Ja, man hätte nicht geglaubt, ich glaube, die sind jetzt bei 20 Punkten. Unglaublich, mit was für einer, ja, wie, 19 Punkte. Nein, neunter Platz. Neunter Platz, ja. Neunter Platz, also der Bundesliga. Wirklich fantastisch, was sie da auf die Beine stellen auf der Ostalb. Dann eben schön zu sehen mit Frank Schmidt, einer, der gefühlt ja schon immer da ist und das Wunder weiterführt, ja, weil das ist ja wirklich sensationell, wo er angefangen hat, glaube ich, in der Oberliga hat er angefangen und jetzt bist du in der Bundesliga und hast 20 Punkte nach der Hinserie. Also das ist ja wirklich fantastisch. Ja, hast du da irgendwas dazu zu sagen, Mario? Also er hat da, glaube ich, drei Vereine genommen, ja, die also du auch nehmen, ne? Leverkusen, klar, 22 Spiele gewonnen, 3 unentschieden nur, wie es Marco sagte, 25 Spiele ungeschlagen. Für mich, wenn ich so zurückblicke, alle 25 Spiele immer gleich gut gespielt. Ich habe nie irgendwie mal bei Leverkusen ein Spiel gesehen, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt einmal ganz knapp oder wie auch immer, die Spiele, wo sie gewonnen haben, sehr souverän gewonnen, viele Tore geschossen. Stuttgart haben wir in unserem Spezialpodcast über alle 18 Vereine vor der Saison durchgenommen haben, habe ich auch gesagt, Stuttgart wird eine ganz, ganz entspannte Saison spielen. Das haben sie bewiesen. Sie sind im Moment Tabellenplatz 3. Das darf man sich ja gar nicht vorstellen. Letztes Jahr Relegation gespielt, jetzt 34 Punkte auf dem dritten Tabellenplatz. Das ist ein Wahnsinn. Und wie es Markus gesagt hat, Heidenheim war für uns oder für mich Absteiger Nummer 1, 2 mit Darmstadt 98. Die haben jetzt 20 Punkte, Heidenheim. Es ist außergewöhnlich. Also wenn du mir vor der Saison das gesagt hast, dass sie in der Vorrunde 20 Punkte haben, hätte ich gesagt, Olli, ich suche mal einen neuen Partner für unser Podcast und weil du gar keine Ahnung hast vom Fußball. Aber das sind auch die Geschichten, die der Fußball natürlich schreibt und da muss man sagen, à la Bonheur, was da in Heidenheim passiert und wie Frank Schmidt seine Mannschaft da nach vorne gepusht hat. Wenn die 10 Punkte Vorsprung haben vor dem Relegationsplatz, 10, das sind ja mehr als 3 Siege. Markus, müssen die noch zittern oder ist das eigentlich durch? Ja, sie müssen schon noch Gas geben. Also das ist jetzt nicht erledigt, aber du hast natürlich eine sensationelle Ausgangsposition und vor allen Dingen, das sehen ja die Spieler auch, dass sie jetzt erstmal einen gewissen Vorsprung haben. Also sprich, du kannst 3 Spiele verlieren und bist immer noch nicht eingeholt. Und das gibt dir auch Selbstvertrauen. Ja, du kannst befreiter aufspielen. Du hast nicht diesen psychischen Druck, unbedingt gewinnen zu müssen. Nichtsdestotrotz werden natürlich der ein oder andere Verein, gerade im Keller, wird nachlegen oder versuchen nachzulegen in der Winterpause, werden alles dran setzen, da eben Punkte einzusammeln. Also ausruhen dürfen sie sich nicht, aber es ist natürlich eine sensationell gute Ausgangsposition. Und zumal am 12. Januar oder am 13. Januar erstes Spiel gleich in Köln stattfindet. Also sollte man das noch gut abschließen, dann glaube ich, ist das erstmal für Heidenheim nochmal ein ganz großer Schritt, wenn man in Köln besteht,
weil nämlich auch Darmstadt zu Hause gegen Dortmund spielt. Wobei bei Dortmund weiß man ja nie, ob die dann auch wieder vergeigen oder wie auch immer. Wobei ich glaube, mit dem neuen Trainer wird's besser laufen für Dortmund. Aber da werden wir sicherlich auch gleich noch dazu kommen. Auf jeden Fall. Das nennt man dann Cliffhanger. Wir reden heute noch über Dortmund. Aha. Cliffhanger. Aha. Jetzt kommst du wieder mit deinen Dinger da. Cliffhanger, da kenne ich. Da gibt's auch einen Film von, glaube ich. Ja, genau, auf Sat.1. Cliffhanger, ja. Der Cliffhanger, genau. Das guckst du dann immer. Ja. Action, Action. Genau. Aber wir bleiben mal kurz bei Heidenheim. Mario hat es ja gesagt, wir haben ja alle damit gerechnet, dass das ja Absteiger Nummer 1 sein könnte. Markus, haben die uns einfach so alle überrascht mit ihrem Fußball? Ist das, warum sind die denn dann Neunter und haben 20 Punkte? Ist das kleine, kompakte Stadion? Da hat man doch keine Angst vor, wenn da nur 17.000 reinpassen. In Dortmund passen 80.000 rein. Das muss da viel mehr erdrückend sein. Was ist es? Ich war ja mal in Heidenheim, um Stunden zu machen für meinen Trainerschein, und habe da Holger Sandwald eben gehört und Frank Schmidt kam dann eben auch noch, hat seine Geschichte da eben erzählt. Und das war so beeindruckend für mich, dass ich den Verein dann seitdem wirklich intensiv verfolge, weil mir das so gut gefallen hat, was sie erzählt haben. Nur das Erzählen ist ja das eine und das Umsetzen ist das andere. Und sie machen es genauso, wie sie sagen. Ja, und das ist das Erfolgsgeheimnis für sie. Ja, sie haben einen roten Faden mit dem Präsidenten, mit dem Holger Sandwald und mit Frank Schmidt. Da redet kein anderer Mensch mit. Nur die drei sind hauptverantwortlich. Dann war eben mal eine Phase, wo sie in der zweiten Liga mal geschwächelt haben, wo sie auch auf dem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz waren. Dann hat der Holger Sandwald, was er damals eben angekündigt hat, bevor ich den Frank Schmidt rausschmeiße, schmeiße ich 10 Spieler raus. Und in der Wintertransferperiode hat er 5 Spieler rausgehauen. Da war unter anderem der Turk mit dabei. Könnt ihr euch noch erinnern an den Spieler? Turk, ja. Michael Turk, ja. Genau, und hat dann 5 Spieler rasiert und sie sind dann ins gesicherte Mittelfeld in der Rückrunde gekommen. Und das hat mir gezeigt, okay, sie reden nicht nur, sondern sie handeln eben auch dementsprechend. Und sie haben jetzt einfach eine Mannschaft, die physisch sehr, sehr gut ist, ja. Und darüber hinaus, und das hat ja jede Mannschaft, du hast dann deine 3, 4, 5, die dann auch richtig gut kicken können. Und und wichtig ist eben diese Mentalität, die sie sich über die Jahrzehnte, muss man jetzt schon fast sagen, erarbeitet haben. Und dann wird's halt unglaublich schwer, wenn die bereit sind, ans Maximum zu gehen. Mario, du weißt es ja auch, wie schwierig es ist, dann solche Mannschaften auch auszuspielen, wo du das Gefühl hast, sag einmal, die sind schon wieder da. Den habe ich doch gerade erst ausgespielt, das ist ja schon wieder da. Also sie gehen immer an ihr Limit. Und dann wird's halt für viele Bundesligisten schwierig, sie auszuspielen, dann Tore zu machen. Ja, und wie ich es gesagt habe, sie haben dann natürlich dann schon mit Weste, mit Kleindienst, mit Dincic, haben die dann schon Kicker drinnen, die dann richtig gefährlich werden können. Und was halt bei vielen Vereinen mir auffällt, wo große Schwierigkeiten haben, sind Standardsituationen. Ne? Und sie machen das fast in einer Art Perfektion. Sie schießen immer wieder ganz wichtige Tore durch Standardsituationen, weil sie eben auch mit Beste einen haben, der haut das Ding halt auch genau dahin, wo es gefährlich wird. Und deswegen war es für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so verwunderlich, dass sie eben aufgrund ihrer Physis, über ihre Bereitschaft ans Limit zu gehen, dass sie sich jetzt so viele Punkte erarbeitet haben. Die Leidenschaft hat man gesehen am letzten Spieltag dann gegen Freiburg, lagen ja hinten, haben das auch noch gedreht, 3-2. Und ich habe mal geschaut, die haben ja nur einmal auf Deutsch gesagt den Arsch vollgekriegt mit dem 1-4 in Leverkusen. Da haben andere auch verloren übrigens. Also die kriegen ja auch nicht mal richtig ein verpatzt, ne? Das sind ja auch immer dann auch knappe Niederlagen. Das ist schon beeindruckend. Ja, das ist natürlich so, wie es der Markus ja gesagt hat. Ne? Die Mannschaft wusste natürlich von Anfang an nach dem Aufstieg, um was es in Heidenheim geht. Da geht es über Arbeiten, über Kämpfen, über Laufbereitschaft. Und das zeigen sie, man hat es gesehen, in Dortmund bei dem 2-2, was sie da an Meter gemacht haben, wie die gekämpft haben. Und so hat sie das über die ganze Halbserie gezogen, dass die auch die Punkte, die sie zu Hause geholt haben. Man hat ja gesehen am letzten Spieltag, sie liegen da 2-1 hin gegen Freiburg, wo du denkst, naja gut, das Thema hat sich dann erledigt, aber sie kämpfen und rennen dann immer weiter und drehen dann so ein Spiel. Und deswegen muss man sagen, à la Bonheur, was da passiert ist und was da entstanden ist in Heidenheim. Und deswegen glaube ich auch,
dass ich meine Tabelle, kann man die nochmal verändern irgendwie? Haben wir die schon offiziell gemacht? Die müssen wir. Nur wir beiden heimlich, ne? Ja, genau. Hat noch keiner gesehen. Nee, die veröffentlichen wir auch nicht. Wir machen das dann so, dass wir Heidenheim ganz hoch gesetzt haben. Ja, du, und da muss ich noch ganz kurz was dazu sagen. Und auch diese Herangehensweise an die Bundesliga hat mich total fasziniert. Frank Schmidt hat gesagt, okay, wir sind die laufstärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Aber wo wir uns verbessern müssen, ist in intensiven Läufen, dass wir da noch mehr Meter reinbekommen im Highspeed-Sequenz. Und darauf haben sie sich in der Vorbereitung total vorbereitet. Ja, sie haben wahnsinnig viele Läufe gemacht im intensiven, schnellen Bereich. Und ja, und es trägt Früchte. Und das ist, was mir dann eben auch so gut gefällt. Und nicht stehen zu bleiben und zu sagen, okay, wir sind Meister geworden in der zweiten Liga, wir machen jetzt genauso weiter, sondern sich mit dem nächsten Level auseinandersetzen. Okay, wo müssen wir uns noch verbessern? Wo ist noch Luft nach oben? Was braucht's, um dann schlussendlich auch in der Bundesliga zu bestehen? Und da haben sie erkannt, okay, wir brauchen noch mehr intensive Läufe, wir müssen dann noch mehr Meter machen. Und daran haben sie in der Vorbereitung intensiv gearbeitet. Und es ist dann einfach schön, wenn du dann siehst, okay, sie haben das identifiziert, sie haben dran gearbeitet und es geht vor allen Dingen auf. Ja, sie sind bereit jetzt eben, oder sie können jetzt eben auch diese Meter machen, und es ist von Erfolg gekrönt. Und sowas gefällt mir einfach. Ja, wenn man nicht stehen bleibt und sich ausruht auf seinen Lorbeeren, weil sie hätten sie ja auch genauso machen können und sagen, ey komm, wir wissen auch alle, dass es wahnsinnig schwer wird und wir machen jetzt einfach so weiter und dann spielen wir halt nächstes Jahr wieder zweite Liga. Nein, die haben den Ehrgeiz, in der Bundesliga zu bleiben, und sowas gefällt mir, dass du da eben mit solche in Anführungszeichen No-Names es dann eben schaffst, so Gas zu geben, dass da viele, viele Vereine einfach Schwierigkeiten haben. Ja, bisherigen Saison reden wir mal kurz über Spieler. Mario, deine Top 3 Spieler der Hinrunde? Hast du mal drüber nachgedacht? Nee, habe ich nicht. Aber wenn du mich jetzt so fragst, fällt mir natürlich in erster Linie mal ein, bei Bayern klar Kane, bei Leverkusen Boniface. Ich würde noch einen dritten oder den zweiten von Leverkusen mitnehmen, mit Xhaka, der für mich in Leverkusen die führende Rolle im zentralen Mittelfeld da übernommen hat, der so Dreh- und Angelpunkt für mich ist in Leverkusen, das Bindeglied zwischen Abwehr und Sturm. Ich würde mal so, wenn du mich so fragst, würde ich mal die drei vorne an erster Stelle nehmen, aber da gibt's ja auch noch mehrere, ne, ob das Guirassy in Stuttgart ist, wo man nehmen könnte. Also es gibt sicherlich Stuttgart, Leverkusen, Bayern, vielleicht auch in Leipzig den einen oder anderen, wo man mit reinknallen könnte. Aber wenn du nach drei fragst, dann würde ich diese drei erstmal so in ganz vorne hinsetzen. Mich wundert, dass du deinen Lieblingsspieler Kimmich gar nicht genannt hast. Kimmich, spielt der noch? ist er nicht schon gewechselt? Er hat mit dir Weihnachten gefeiert, glaube ich, bei dir unterm Baum. Der sitzt Guck bei mal. Mir. Der darf nicht mal in die Nähe von meiner Straße. Markus, du siehst es wahrscheinlich ähnlich, ne? Haben wir einen vergessen. Unda vielleicht, Grimaldo für mich, ja. Vielleicht sogar der Königstransfer der ganzen Bundesliga für mich so. Wundert mich, dass denn keiner auf der Kette hatte nach 5 Jahren Benfica. Aber wen hast du so in deinem... Also Harry Kane, klar, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht geglaubt, dass er zum FC Bayern passt. Nicht, weil er ein schlechter Spieler ist, sondern ich dachte, er ist ein bisschen verloren, wenn er nur da vorne drin steht und wartet, dass da irgendwelche Bälle abfällt, so ähnlich wie Lewandowski es in einer Perfektion gemacht hat. Aber er ist so unfassbar mannschaftsdienlich. Und Thomas Tuchel hat es wirklich geschafft, taktisch ihn so einzubauen, dass du ihn... ja, gar nicht packen kannst. Ja. Er lässt sich immer wieder fallen, jemand anders geht dann vorne rein. Also das ist wirklich toll zu beobachten, wie mannschaftsdienlich er auch spielt als Neuner. Ja. Er ist ja wirklich ein Superstar und hätte wahrscheinlich alle, jeder würde es verstehen, wenn er sagt, na gut, die Meter mache ich jetzt nicht, aber wie mannschaftsdienlich er auch spielt, das ist einfach sagenhaft, finde ich überragend. Das zeigt auch seine Persönlichkeit. Dann Florian Wirtz, der mir unfassbar gut gefallen hat. Du hast das Potenzial immer gesehen, aber wie er in dieser Saison spielt, das ist schon
ganz großes Kino, wie er sich zwischen den Ketten bewegt, wie er sich immer wieder sich frei stellt, unfassbar schwer zu packen ist, aber dann auch immer wieder diese Kreativität hat, seine Mitspieler da einzusetzen. Das ist eine Augenweide. Und dann, jetzt wird er lachen, Waldemar Anton, der mir persönlich so unfassbar gut gefällt, weil das ist für mich der Mister Zuverlässigkeit. Und gerade wenn ich unsere Defensive in der Nationalmannschaft sehe, würde ich mir wünschen, so einen Spieler mal in meiner Mannschaft zu haben. Und der wirklich eine Konstanz hinlegt, der nie, zwar sehr selten überragend spielt, aber eben auch nie schlecht. Und das ist das, was Ottmar Hitzfeld eben auch mal zu mir gesagt hat. Du bist kein Spieler, der überragend spielt, aber du bist auch kein Spieler, der schlecht spielt. Ich brauche in der Defensive einfach eine Konstanz. Und das hat Waldemar Anton wirklich herausragend gut hinbekommen. Nicht nur in diesem Halbjahr, sondern eben auch schon im letzten Jahr war das einer der wenigen, der immer wieder es geschafft hat, seine Leistung zu bringen. Da sind andere einfach weggebrochen und er war trotzdem immer da und deswegen gehört er für mich in die Top 3. Aber wie der Mario richtig gesagt hat, da sind noch so viele andere tolle Spieler, die so auf sich aufmerksam gemacht haben, die genauso erwähnt werden hätten können. Aber das sind so mal die drei, wo mir am prägendsten jetzt eben auffallen. Waldemar Anton und Nationalmannschaft reden wir vielleicht auch noch, oder ganz sicher. Den Kader Euro wollen wir auch mal ein bisschen kurz durchgehen. Und dann gibt es eine Position, die habt ihr ja nicht bekleidet, aber deswegen, gibt es irgendeinen Torwart der Hinrunde, wo ihr sagt, wenn der nicht gewesen wäre, dann habt ihr da einen? Nübel in Stuttgart. Ich war nie ein großer Fan von ihm, weil ich gedacht habe, naja, Nübel, ja, von Schalke, dann nach Bayern, dann Bayern hat ihn immer ausgeliehen, dann nach Monaco und wo ich gedacht habe, es kommt da wieder zurück, dass Bayern überhaupt darüber nachgedacht hat, ihn wieder zurückholen. Das war so für mich ein Torhüter, wo ich gesagt habe, naja, der kann so irgendwie zwischen Platz 8 und 12 da im Tor stehen. Aber ich finde, die Saison oder die Halbserie, die er in Stuttgart gespielt hat, da hat er mich eines Besseren belehrt, da muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hätte ich nie gedacht, dass er der Rückhalt auch der Stuttgarter sein kann, weil ich ihn nie als so gut gesehen habe, weil ihn auch Bayern jedes Jahr ausgeliehen hat. Ne? Wenn Bayern selbst von einem Spieler oder von Torhüter so überzeugt ist, dann hätten sie ihn auch behalten. Aber auch Bayern hat wohl nicht so das richtige Gefühl für ihn gehabt, zu sagen, der kann bei uns eine klare Nummer 2 werden. Und deswegen würde ich für mich Nübel nehmen, der in Stuttgart für mich eine tolle Saison spielt. Ja, für mich natürlich bemerkenswert Manuel Neuer. Ja, wie der nach dieser schweren Verletzung, nach der langen Zeit, wie er wieder zurückgekommen ist. Und du hast gedacht, der war nie weg. Mit einer Ausstrahlung wieder gesegnet, mit einer Souveränität, Ruhe, auch wenn er gegen Frankfurt da mal 5 Stück bekommen hat. Im nächsten Spiel sofort wieder parat und hilft der Mannschaft. Also das war schon sehr bemerkenswert. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen dauern, dass der wieder zu seiner Topform kommt. Aber man hat das Gefühl, der war nie weg. Und das ist schon bemerkenswert, weil gerade in dem Alter, wenn du so lange raus bist, boah, das ist wirklich, also da brauchst du eine unfassbare Mentalität, einen unfassbaren Willen, da wieder hinzukommen. Und er vom ersten Tag an hatte ich nie das Gefühl, der wackelt, der ist unsicher, der schätzt Situationen falsch ein. Also wirklich großartig, aber wie eben Mario eben auch gesagt hat, ob Nübel, Kobel, ohne Kobel, ich möchte wissen, wo Dortmund dann stehen würde, der wirklich einer der wenigen herausragenden Spieler bei Dortmund ist. Also da gibt's schon einige, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Wenn wir bei Manuel Neuer sind, sind wir bei Bayern München. Ihre beste Hinrundenbilanz, also 16 Spiele, seit 8 Jahren. Man hat aber das Gefühl, das ist der Krisenclub schlechthin. Mario, Hinrunde Bayern München, wie schätzt du das ein? Doof, dass Leverkusen da ist, ansonsten würden sie doch oben thronen. Als erstes Mal nimmst du das sofort wieder zurück, was du gesagt hast, 16 Spiele Bayern München. Bayern hat nämlich erst 15. Stimmt, du hast aufgepasst. Deswegen bist du Experte. Ja. So, also nur mal gut, zwischendurch bemerkt. Also sie haben noch ein Nachholspiel gegen Union. Nein, ich glaube, dass wir natürlich immer die Erwartung bei Bayern München haben, sie müssen jedes Spiel souverän spielen, sie müssen jedes Spiel 3, 4, 5, 0 gewinnen.
Aber auch, wir wissen es ja, Markus und meine Wenigkeit, wenn Bayern irgendwo hinkommt, gegen Bayern spielen sie alle nochmal eine Klasse stärker, also da hauen sie nochmal 10% mit drauf. Und ich finde, man hat eine große Diskussion gehabt damals, bevor, oder wie man Nagelsmann entlassen hat, wie man dann Tuchel geholt hat, dann hat es nicht so funktioniert, man ist aus der Champions League direkt rausgeflogen. Dann hat man immer, es war immer so ein bisschen Unruhe bei Bayern München in der Vorrunde. Der Kader war doch nicht so aufgebläht oder so groß, was Tuchel eigentlich immer so ein bisschen gefordert hat, und gab es immer so ein bisschen Unruhe in dem Verein. Aber ich muss sagen, mit 38 Punkten und mit einem Spiel weniger, wenn das vor der Saison, hätten wir alle tippen können, wenn du sagst, mit 41 Punkten bist du souveräner Tabellenführer. Aber dass dann natürlich auch Leverkusen so eine überragende Saison spielt, das wusste ja vorher keiner. Von daher, natürlich hat man andere Erwartungshaltung bei Bayern München. Sie müssen eigentlich immer schön spielen, sie müssen immer gut spielen, sie müssen immer gewinnen. Wenn es dann mal nur ein Unentschieden ist oder wenn man dann mal so eine Klatsche kriegt wie in Frankfurt, da muss ich sagen, da hast du immer das Gefühl, Bayern München ist das Spiel gegen den Abstieg. Deswegen, ich fand die Saison, die Bayern gespielt hat, in der Bundesliga sehr, sehr gut. Von den Spielen allgemein her waren sicherlich Spiele dabei, die nicht sehr souverän waren, die aber teilweise gewonnen haben oder mal vielleicht auch wie gegen Leverkusen dann nur unentschieden spielst. Aber auch das kann mal passieren gegen Leverkusen, dass man unentschieden spielt. Und von daher, ich finde, sie haben bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt, dass die Spiele Verbesserungen brauchen. Das weiß auch Thomas Tuchel, dass er in gewissen Situationen auch mit der Unruhe immer Kimmich, Thomas Müller immer wieder nachgehakt wird, dass das dann irgendwann auch mal am Trainer vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht. Das ist verständlich, aber ich bin gespannt, ob der FC Bayern jetzt in der Winterpause den einen oder anderen Spieler noch zu sich holt, weil dann haben sie natürlich auch eine gute Chance in der Champions League oder auch in der Bundesliga. Klar, wollen sie Meister werden, dann muss man gucken, was macht Leverkusen. Markus, hat Thomas Tuchel in der Hinrunde alles richtig gemacht? Wie findest du ihn so an der Seitenlinie in den? Ich oute mich jetzt ein großer Thomas Tuchel-Fan. Ne? Ich höre ihm wahnsinnig gern zu. Natürlich ist auch mal das ein oder andere dabei, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt anders gesehen, aber vom Gros her gefällt mir es, wie offen und ehrlich er die Dinge anspricht. Er eiert nicht rum, und das ist ja genau das, was wir ja doch auch haben wollen. Und dann hast du mal einen, der sagt, wie es ist. Oh, das darf er nicht sagen, weil dann ist der Kimmich beleidigt. Und ist ja logisch, dass der die Leistung nicht bringen kann, weil der Trainer steht nicht auf ihn, er ist verunsichert. Ja, der soll einfach vernünftig kicken, dann wird der Trainer sagen, der ist super. Ja, so einfach ist es. Ja, wenn ich immer höre, ja, ich werde nicht gewertschätzt, oder ja, dann erarbeitet ihr die Wertschätzung wieder. Ja, weil das ist einfach Fakt. Das ist ja, hat ja jetzt nichts mit Thomas Tuchel zu tun. Dass zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Joshua Kimmich, dass er seit 2 Jahren eben nicht mehr diese Leistung bringt, was man eigentlich von ihm gewohnt war. Ja, und da muss ich mir vielleicht auch mal zugestehen, zu sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht als Spieler mal in der Bringschuld, nicht immer nur der Trainer, Heiji Daichi. Ich sehe eher das Problem bei Bayern München, oder warum so viel Unruhe ist, das ist ja auch auffallend, die letzten 2 Jahre, die Außendarstellung des Vereins ist einfach nicht gut. Sie machen da unerklärliche Fehler, wo man so vom FC Bayern nicht gewohnt ist. Ob das jetzt am Ende der Transferperiode war, mit am letzten Tag fällt mir ein, wir brauchen eigentlich noch einen Sechser, und dann klappt es. Das sind alles so Dinge, die passen nicht zum FC Bayern, ja. Und dann hast du immer wieder so Störfeuer, aber die kommen ja nicht von außen, sondern sie kommen immer wieder auch intern, ja. Ob es Masrui war mit seinem Post, der er dann macht, hast aber einen Mitspieler, der Israeli ist, wo du einfach sagst, na ja, boah.
was ist denn da los? Ja? Also ihr seid doch Teamkameraden. Wie kommst du jetzt auf die Idee, so einen Müll zu schreiben? Ja? Und da kann man ja jetzt wirklich mal die Palette so durchgehen, dass das immer wieder so hauseigene Dinge waren, die für Kopfschütteln gesorgt haben, die natürlich für auch mediales Echo gesorgt haben. Und eins ist klar, wenn du natürlich 11-mal hintereinander deutscher Meister wirst, du bist doch natürlich auch als Journalist heiß, dass du denen da irgendwie versuchst, mal eine zu verbratzeln und da irgendwie eine Unstimmung in den Verein bekommst, weil du auch mal willst, dass mal wieder jemand anders Meister wird. Und das haben sie, ja, und das müssen sie aushalten, ja. Da müssen sie jetzt eben durch. Für das stehen sie für mich überragend da. Aber es geht halt nicht mehr so leicht von der Hand wie früher, ja. Du merkst, sie müssen jetzt viel, viel mehr tun, um die Spiele dann eben auch zu gewinnen. Die Leichtigkeit ist weg, diese grandiosen Siege, die man ja in der Vergangenheit noch gewohnt war, wo sie da irgendwelche Mannschaften da mit 6, 7, 8 Toren aus dem Stadion geschossen hat, das wird immer seltener. Und sie müssen jetzt mittlerweile echt extrem hart arbeiten für ihre Siege. Aber wichtig ist, dass eben trotz alledem die Siege einfahren, ja, damit irgendwann hoffentlich eben auch die Leichtigkeit wieder zurückkommt und sie dann wieder auch den Fußball spielen, den wir uns alle vorstellen, weil wir wollen ja tolle Fußballspiele sehen und sie haben einfach eine tolle Mannschaft. Aber sie sind halt wirklich, wie Thomas Tuchel es richtig gesagt hat, auf Kante genäht. Ja. Ist zum einen natürlich die Chance für Junge, so wie Pavlovic jetzt zum Beispiel, wo sich jetzt da in den Vordergrund spielt, oder in Kretzig, der jetzt da mit dazugekommen ist. Aber ich glaube schon, dass sie in der Winterpause was tun werden, weil wenn Kim und Masrui und weiß der Teufel wer noch dann eventuell zum Asia-Cup oder zum Afrika-Cup gehen müssen, ja, dann wird es natürlich schon mau. Also dann wird es schon sehr, sehr dünn. Da darf nicht mehr viel passieren. Kleinigkeit, aber trotzdem hat mich das gewundert. Die Clubs machen ja Wintertrainingslager vor Beginn der neuen Runde. Tuchel möchte ja gerne nach dem ersten Spiel zwischendurch mal ein paar Tage weg. Kann mir das einer erklären? Ja, wie soll er nach dem ersten Spiel weg? Geht ja nicht. Ja, zwischen Hoffenheim und dem Spiel danach hauen die dann Montag bis Donnerstag ab nach Marokko oder Portugal. Die spielen will ja nach dem Hoffenheim-Spiel weg, ja. Ja, die spielen am 12. und eine Woche später ist wieder Spieltag. Also der will ja nicht vorher wegfahren. Hast du das nicht mitbekommen? Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Soll er 2 Tage nach Afrika fliegen oder wohin? Marokko oder Portugal sind im Angebot. Er will dann nochmal in den Süden, er will die nochmal zusammenholen, aber erst nach dem Hoffenheim-Spiel. Ja, das kann er ja machen. Da kann er ja, ich glaube, die spielen Freitag. Und das nächste Spiel ist dann von denen am Sonntag. Das heißt ja, also Sonntag genau, drauf. Da können sie am Samstag früh wegfliegen, am Dienstag wieder zurück oder Mittwoch. Das kann man ja theoretisch machen, ob du zu Hause trainierst oder vielleicht nach Portugal fliegst, wo das Wetter ein bisschen besser ist. Aber es geht ja darum, dass sie nicht so weit wegfliegen. Ne? Also in die USA, wie unsere grandiose Nationalmannschaft dann mal schnell über den Teich fliegen. Aber das ist ja, da spricht jetzt nichts dagegen, wenn die samstags morgens einen Abflug machen und mittwochs wieder zurück. Also das kann man schon mal machen, klar. Markus, siehst du auch so? Ja, absolut. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, auch mal um was anders zu sehen, weil du gehst ja praktisch davor nicht irgendwo hin, sondern du trainierst ganz normal an derselben Straße, bereitest dich vor, weil es eben nur so kurze Zeit ist und dann dazwischen, wenn du eh so ein langes Wochenende dann praktisch hast, vom Freitag auf Sonntag, das ist natürlich schon extrem lang. Das kenne ich noch aus meiner Hertha-Zeit, aus der zweiten Liga. Da weißt du zum Teil echt nicht mehr, was du da unter der Woche da machen sollst, weil um die Spannung hochzuhalten. Ja, es geht ja auch um die Spannung hochzuhalten. Und wenn du da natürlich woanders hingehst, neue Eindrücke gewinnst, da ist natürlich ein ganz anderer Flair da, wie wenn du wahrscheinlich zu Hause beim tristen, grauen Wetter an der Säbener Straße trainierst. Mario, weißt du noch, vor der Saison mit unseren Tipps, als ich gesagt habe, Mario, pass mal auf, wer Tabellenfünfter wird? Ja, ich glaube, du hast Dortmund, glaube ich, dahin gesetzt. Ja, guck mal auf die Tabelle. Ja, aber ich musste, ja, Moment, pass mal auf. Nur, dass du das weißt, weil du ja kein Experte bist. Nein, bin ich ja nicht. Es ist erst die Halbserie rum, ne? Oder noch nicht mal ganz rum. Also, noch kann da was passieren. Richtung denn? Das ist die Frage. Es könnte natürlich auch passieren, dass sie am Schluss Siebter oder Achter werden. Also,
Da müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein. Sie haben jetzt halt im Moment noch 3 Punkte vor Frankfurt, die sind Sechster, 3 Punkte vor Hoffenheim und Freiburg, genau. Wir müssen uns ja überraschen lassen, ne? Wir müssen ja mal gucken, was da passiert in Dortmund. Deswegen, es ist immer schwierig, jetzt halt über Dinge zu diskutieren. Vielleicht ist ja im neuen Jahr der Trainer gar nicht mehr da. Das pflege ich jetzt nochmal schnell ein, das kann Julian rausschneiden. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir jetzt sagen, weil die sitzen ja heute zusammen, nicht, dass sie den am Freitag rausschmeißen und wir sagen am Montag, na, wir sind nicht, von was wir reden, ne? Da müssen wir schon jetzt ein bisschen aufpassen. Weil wir unser Podcast am Montag erst haben und Freitag haben sie vielleicht rausgeschmissen, den Terzic, und wir reden darüber, ja, der Terzic, nee, der macht das schon, der Rückrunde, und dabei ist der am Freitag entlassen worden. Also da müssen wir, Julian, nachher musst du mit dem reden. Ich rede mit dem Julian. 35. Minute. Genau, muss er mal. Liebe Leute draußen, Julian ist unser technischer Direktor, hätte ich fast gesagt. Und da wir ja Weihnachten auch unter den Bäumen liegen, haben wir diese Folge mal aufgezeichnet. Aber nichtsdestotrotz, der Tabellenfünfte Borussia Dortmund, Markus, liegt es vielleicht einfach nur daran, dass sie nicht diesen Unterschiedsspieler haben, den sie jahrelang immer hatten? Aubameyang, Dembele, Bellingham, Sancho, Haaland. Es war ja immer eine Granate dabei. Und ich finde diese Granate gerade nicht bei denen. Ja, den suchen wir alle und er ist nicht da. Es ist keiner in der Lage im Moment, diese Rolle da einzunehmen. Und nochmal, wir sprechen ja davon von so 20-jährigen Spielern, ja, die da ihre ersten Fußstapfen beim Borussia Dortmund gemacht haben und so performt haben, dass sie wirklich Aushängeschilder des Vereins waren, Leistungsträger dieses Vereins waren. Und wenn man sich jetzt die Truppe anschaut, ja klar, du hast noch Bayern Gittens, der relativ jung ist, aber der ist ja nicht dafür auserkoren gewesen, jetzt den Kahn da aus dem Dreck zu ziehen, sondern da sind ja andere Spieler geholt worden, die schon jahrelang Bundesliga dabei sind, die Nationalspieler sind, und sie sind nicht in der Lage, die Mannschaft so zu führen, dass sie erfolgreich Fußball spielt. Und da ist extrem gerade der Wurm drin. Ich bin gespannt, wie es da mit Edin Terzic weitergeht. Ich fände es brutal bedauerlich, wenn er gehen müsste, weil du bist mit ihm Pokalsieger geworden, du bist mit ihm fast deutscher Meister geworden. Und jetzt stellt man ihn so hin, wie wenn der keine Ahnung hätte und der absolut Blindeste unter dem Erdball wäre. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich tue mich da eher mit der Mentalität dieser Mannschaft schwer. Ja, zu Beginn haben wir sie noch gelobt. Oh, jetzt spielen sie scheiße, aber gewinnen. Das haben sie ja lange nicht getan. Ja, und trotzdem, wie so ein roter Faden hat sich's durchgezogen. Auf einmal haben die Ergebnisse nicht mehr gestimmt. Klar, die Champions League, da hat man dann gesehen, was in dieser Truppe stecken kann, ja, wenn sie an ihr Leistungslimit geht, kommst du in einer unfassbaren schweren Gruppe, wirst du Erster und kommst souverän weiter. Also wirklich, da sieht man ja, die Mannschaft, die könnte es ja, aber in der Bundesliga schaffen sie es nicht, diese Erwartungshaltung auch an diese Truppe gerecht zu werden. Ganz im Gegenteil, es brechen dir halt immer wieder 2, 3, 4, 5 Spieler weg, aber mit so unfassbar unerklärlichen Leistungen, wo wir alle wissen, sie können viel besser Fußball spielen, als sie das jetzt am Wochenende getan haben. Und das Problem ist, dass wenn es immer derselbe wäre, den kannst du ja austauschen, aber es ist halt immer wieder jemand anders, wo du einfach sagst, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass man so schlecht spielen kann, ja. Und sie schaffen das in einer atemberaubenden Art und Weise immer wieder. Und jetzt permanent auf den Trainer immer zu gehen, der jahrelang überragend war, fast deutscher Meister, und jetzt auf einmal kann er nichts mehr. Also das ist mir wirklich zu einfach. Aber ich befürchte, dass du diese Lawine, die jetzt losgerollt ist, dass du sie nicht mehr stoppen kannst und wahrscheinlich den Trainer opfern wirst. Ich habe da nicht auch was mit Kader, ja? Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ich glaube, also es gibt für mich zwei, drei Dinge, die vor der Saison meines Erachtens oder auch am Anfang der Saison schiefgelaufen sind in Dortmund. Ich glaube,
oder das ist meine These nach dem letzten Spiel gegen Mainz. Wenn es ein Trainer nicht schafft, seine Mannschaft so einzustellen, Markus, dass er gegen Mainz 05 die 4 Spiele in Folge zuvor verloren haben und richtig Klatschen gekriegt haben. Wenn du das zu Hause nicht schaffst, deine Mannschaft so einzustellen, dass du Mainz 05 aus dem Stadion putzt, um deutscher Meister zu werden, dann hast du als Trainer irgendetwas verkehrt gemacht. Du hast recht, die Mannschaft ist dafür verantwortlich, aber ein Trainer muss es meines Erachtens die Mannschaft aber so... Aber erinnere dich, Mario, wenn der Haller den Elfmeter reinbatscht, dann steht es 1-0, dann brennt der Kessel und dann weiß ich nicht, ob Mainz nochmal zurückkommt. Nein, das glaube ich auch, und aber... Da kann der Trainer nichts dafür. Nein, da kann der Trainer nichts dafür. Nochmal, aber ich glaube, dann kommt ja das Nächste, was ich glaube, wenn ich Terzic dann, und erinnere dich mal bitte zurück an die ganzen Spiele nach dem Heidenheim-Spiel, man hat aus den ersten 3 Spielen war für mich klar, Dortmund holt 9 Punkte, man hat nur 5 Punkte geholt, man hat 2-mal unentschieden gespielt, einmal gewonnen. Und dann habe ich wochenlang, wirklich wochenlang hat man gehört, ja, saisonübergreifend, wir haben 14 Spiele nicht verloren, wir haben 15 Spiele nicht verloren, wir haben 16, wir haben 17 Spiele nicht verloren, bis Bayern München kam. Und immer wieder darauf hinaus laufen zu lassen, wir haben ja nicht verloren. Nein, man muss sagen, vom Grunde her haben sie gegen Heidenheim indirekt verloren, weil da haben sie 2 Punkte liegen lassen. So, dann kommt Bayern München. Gegen Bayern München haben sie 0,0 Chance gehabt. Und ich glaube auch, und wenn du heute so ein bisschen das Internet durchstöberst, welche Dinge auch jetzt die Dortmund-Fans über Terzic sagen, sie können das Gelaber von Terzic nicht mehr hören. Ich muss wirklich dazu sagen, nach dem Spiel gegen Mainz 05 jetzt das 1:1. Wenn ich diese Pressekonferenz oder das höre, was er da von sich gegeben hat, Markus, da muss ich wirklich sagen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Er stellt sich tatsächlich hin und sagt in der Pressekonferenz, ja, wir wissen ja, dass Borussia Dortmund immer eine gute Rückrunde spielt. Die sind 15 Punkte hinter Bayer Leverkusen, 14 Punkte hinter Bayern München. Und ein Trainer stellt sie nach dem 1:1 in Augsburg unentschieden und zu Hause gegen Mainz 05 hin und sagt, ja, wir wissen ja, Borussia Dortmund spielt immer eine gute Rückrunde. Entschuldigung, Markus. Da muss ich sagen, da verstehe ich einen Trainer überhaupt nicht. Richtig gemacht, um Gottes Willen, da bin ich doch bei dir. Das ist maximal unglücklich und das darfst du, wenn du die Ambitionen hast, wie Borussia Dortmund genau einfach haben muss, musst du da anders auftreten. Da gebe ich dir doch zu 100% recht. Und trotzdem ist es mir halt ein bisschen zu einfach, jetzt alles auf den Trainer abzuwälzen. Er hat die Mannschaft nicht erreicht. Er hat sie nicht richtig motiviert. Markus, alles ist der Trainer schuld. Ja? Markus, Entschuldigung, aber wenn doch das, wenn man doch jetzt einmal die letzten Tage nimmt, da ist doch ein großes Thema mit Marco Reus zum Beispiel aufgekommen. Also es scheint doch nach außen hin oder intern scheint doch einiges da nicht zu stimmen. Nach außen machen sie die heile Welt. Auf einmal jetzt kommt raus, Reus ist total gegen Terzic, seit Wochen und Monate muss das schon sein. Terzic, der immer Reus auch ein bisschen geschützt hat. Und jetzt kommt auf einmal raus, dass Reus unbedingt will, dass Terzic rausfliegt. Ja, also ich glaube, dass wir vieles außerhalb oder externe gar nichts wissen oder nicht das wissen, was eigentlich intern los ist. Ich glaube, dass das Standing auch von Kehl und Terzic schon lange nicht mehr so groß ist bei Borussia Dortmund, wie es nach außen immer hingetragen wird. Ich glaube, dass da ganz, ganz andere Probleme mittlerweile sind zwischen Mannschaft und Trainer. Ich glaube, dass der Trainer, das, was man hört aus Dortmund, er ist zu lieb zu jedem, er kann keinem wehtun, er wird am liebsten mit jedem Nachmittag Stückchen Kuchen essen, mit jedem Spieler. Das ist doch kein Argument, das ist doch ein super Charakterzug. Aber Mario, wenn ich schon höre, ich muss die Mannschaft motivieren, am letzten Spieltag gegen Mainz 05. Ja, leck mich am Arsch. Also wenn am letzten Spieltag deutscher Meister werden kann, dann brauche ich eigentlich keinen Trainer. Da gehe ich raus und brenne. Nur, die waren so mit sich selber überfordert, die hatten Bleifüße, das Hirn war weich gekocht, die konnten keinen klaren, und da kannst du einen Trainer hinstellen, wie du willst. Da fehlt bei mir, dass die Spieler
wenn ich schon höre, ich muss motiviert werden. Hallo, ich spiele bei Borussia Dortmund. Ich spiele im Westfalenstadion vor 80.000 Fans. Also was muss ich da noch motiviert werden? Also dann habe ich den Job verfehlt, wenn ich motiviert werden muss. Ja, und das ist das, was mir zu einfach ist, dass der nicht alles richtig macht. Da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Nur wenn sich Spieler irgendwo ausholen können, da ist doch schon der Fehler im System. Ich weiß auch, dass viele Spieler, gerade die älteren Spieler, sich immer bei Achim Watzke ausholen können. Ja, was hätte denn der Uli Hoeneß gemacht, wenn du zu ihm gegangen wärst und hättest dich über den Trainer beschwert? Ach, der hätte gesagt, was? Schleich dich, geh zum Trainer und klär's mit ihm. Der wird doch dem Trainer nicht in den Rücken fallen, sich das Ganze noch anhören und dann vielleicht noch gut zureden. Das ist doch der Irrsinn, ja? Das ist doch der Wahnsinn. Und dann muss ich mich halt auch vielleicht mal hinterfragen, weil zeig mir doch einen Trainer, der eine schlechtere Mannschaft auf den Platz stellt, wie es eigentlich vonnöten wäre. Jeder, der top trainiert, der gut drauf ist, der wird beim Trainer spielen. Und wenn halt ein Marco Reus nicht von Anfang an spielt, dann hat er vielleicht die Leistung nicht gebracht. Wenn ein Niklas Süle die Leistung nicht bringt, dann spielt er halt nicht von Anfang an. Weil der Trainer versucht immer die beste Truppe auf den Platz zu bekommen, weil er will ja erfolgreich sein. Er ist Angestellter des Vereins, er will schon allein für den Verein das Maximale geben, aber eben auch für sich selber. Und da ist doch der Fehler im System, wenn ich dann höre, der ist zu lieb. Was ist denn das für eine Aussage? Ich wäre froh, wenn ich einen Trainer gehabt hätte, der lieb zu mir ist. Ja, ich arbeite doch lieber in einer Harmonie, wie wenn ich jeden Tag zusammengeschissen wäre. Also ja, das ist mir zu billig, weil das ist, glaube ich, mit einer der ganz großen Probleme, dass du immer wieder Stellen findest, wo du dich ausholen kannst, wo du immer wieder deine Internas nach außen tragen kannst. Und dann wird's natürlich für einen Trainer brutal schwer. Und ich glaube eben, dass die Lawine mittlerweile so groß ist, obwohl sie, glaube ich, nicht überzeugt sind, dass es das Richtige ist, aber sie werden es machen müssen, um da wieder einen neuen Zug reinzubekommen, um auch die Spieler wieder, dass sie wieder die Antennen ausfahren, dass sie wieder wirklich voll bei der Sache sind, werden sie höchstwahrscheinlich einen neuen Mann holen. Soll ich noch was sagen? Ich mache nämlich noch ein Fass auf jetzt. Ich glaube einfach, dass Borussia Dortmund auch vom Kader her qualitativ her einfach nicht besser sind, als da, wo sie sind. Ich glaube da gar nicht, dass da auch, wenn du noch ein bisschen Potenzial kitzelst, Trainer hin oder her, die anderen, die da oben sind, die finde ich qualitativ besser. Zum zweiten Kaderplanung. Wir haben ja gehört, dass der eine oder andere, der nach Leverkusen gegangen ist, auch in Dortmund angeboten wurde. Boniface, Grimaldo, Xhaka, dreimal abgesagt. Ich weiß gar nicht, wer wollte doch den Sechser haben von Ajax Amsterdam. Terzic hat auch gesagt, ich mache meinen Emre Can hier zum Kapitän und das ist meine Sechs. Da wurden Fehler gemacht, auch in der Kaderplanung. Das ist vielleicht nicht nur Terzic oder in Zusammenarbeit mit Kehl. Ich weiß nicht, wer das zu sagen hat. Watzke ruft raus mit Terzic, den feiere ich Silberhochzeit. Mit dem will ich eine Ära einleiten. Auch vielleicht mutig zu sagen. Es hauen sie ihm das um die Ohren. Ich glaube, dass Dortmund genau da sind, wo sie qualitativ auch hingehören. Und die gehören nicht unter die Top 4 der Bundesliga. Im Moment ist es ja auch so, ne? Ich meine, wenn man die Mannschaften, die vorne dran stehen, wenn man die mit Dortmund vergleicht, klar steht Dortmund zu Recht da auf Platz 5. Die Gefahr, die ja in Dortmund besteht, ist, dass sie noch weiter abrutschen. Und die Gefahr besteht dann, wenn sie nächstes Jahr vielleicht keine Champions League spielen, da wird es bei Borussia Dortmund ein ganz, ganz großes Problem geben. Borussia Dortmund ist verdammt nochmal dazu verpflichtet, Champions League zu spielen. Wenn die nächstes Jahr nur UEFA Cup oder Euroleague oder Conference League spielen würden, das wäre katastrophal für Borussia Dortmund. Das würde ein ganz großes Loch in die Kassen von Borussia Dortmund reinspülen. Und das sehe ich ja als große Gefahr. Und natürlich hast du recht, der Kader, über den kann man nachdenken. Ob jetzt Füllkrug die große Lösung war, das zu machen, das war für mich meines Erachtens auch eine Verzweiflungstat, die sie da gemacht haben, weil Halle ja einfach nicht mehr performt hat und auch nicht mehr performt. Nochmal, es war ständig Unruhe in diesem Verein, es waren immer Diskussionen, es waren teilweise auch kuriose Aufstellungen. Jetzt zuletzt hat man Meunier wieder aus dem Kader oder irgendwo aus dem Schlaraffenland rausgeholt, der seit Monaten geschlafen hat irgendwo, der nie mehr eine Chance gehabt hat. Jetzt spielt auf einmal Marius Wolf,
der letztes Jahr für mich eine überragende Saison gespielt hat, zumindest in der Rückrunde auf der rechten Seite. Der spielt auf einmal gar keine Rolle mehr. Also nochmal, ich glaube, dass es intern in diesem Verein zwischen Trainer und Mannschaft, dass da irgendwie ganz, ganz große Probleme bestehen, auch nach oben, wie du es vorhin gesagt hast, Olli, mit Can. Keiner wollte Can als Kapitän haben, sondern die Mannschaft wollte Kobel als Mannschaftskapitän haben. Terzic und Watzke haben entschieden, Can muss das werden. Da fangen für mich Probleme schon an. Und nochmal, ich glaube, dass es intern ganz, ganz viel, viel größere Probleme gibt als das, was wir nach draußen bis jetzt erfahren haben oder auch gesehen oder gehört haben. Tja, haben wir eine Vermutung, um kurz aufs nächste Jahr zu gucken? Wir wissen nicht, ob Terzic bleibt oder geht. Trotzdem, die Mannschaft ist ja die gleiche. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass... was wird aus Dortmund? Ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, Dortmund muss nochmal, die müssen aufpassen, dass sie irgendwie auf den fünften Platz bleiben. Ich glaube, dass Stuttgart oder die vier, die vorne dran sind, gut, Leverkusen und Bayern sowieso, die sind ja so weit weg von Dortmund wie die Erde vom Mond. Es geht eigentlich nur noch für mich mit Stuttgart, Leipzig und Dortmund. Ne? Und die Dortmunder nochmal, die müssen auch, können vielleicht froh sein, dass der fünfte Platz nächstes Jahr auch noch dazu zählt. Ansonsten muss man gucken, wie sich Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg, die Freiburger kriegen so ein bisschen wieder ihre Form. Die können sich jetzt mal ein bisschen ausruhen. Die Frankfurter können sich, haben vom Grunde her, die kaufen jetzt nochmal ein. Die haben noch ein bisschen Geld da liegen, die können noch ein bisschen was ausgeben. Ich glaube, für Dortmund geht's nur um den fünften Platz. Und da müssen sie aufpassen, dass sie den auch am Schluss noch irgendwie verteidigen. Ich sehe es ähnlich. Es ist natürlich die Frage, was passiert in Stuttgart? Geht Guirassy, bleibt er? Ich hoffe mal sehr, dass er bleibt, dass er die Saison noch zu Ende spielt. Wer würde dann, falls er gehen sollte, wer ist da im Petto, wen könnten sie holen? Aber sie machen so einen stabilen Eindruck, das ist das, was ich ja schon nach dem fünften, sechsten Spieltag gesagt habe, die sind so stabil, spielen einen richtig guten Fußball. Deswegen glaube ich nicht, dass die einen Einbruch erleiden werden. Leipzig wird fest oder gefestigter werden. Die hatten ja auch einen extrem großen Umbruch im Sommer mit wirklich hochgradigen Leistungsträgern, die gegangen sind. Und sie haben sie wirklich für das, muss ich sagen, Chapeau, dass sie da stehen, wo sie im Moment stehen. Also wirklich, weil das wahrlich nicht einfach ist, so einen Umbruch da zu managen und dann trotzdem noch die Punkte zu holen. Und dann hast du natürlich mit Frankfurt, Freiburg zwei Vereine, die ja jetzt nicht überperformt haben, ja, die Schwierigkeiten hatten, ist alles ein bisschen knorzig, ja, alles ein bisschen ja nicht so frei von der Leber konnten sie spielen und sie sind trotzdem auf Schlagdistanz, also sind nur drei Punkte weg und deswegen muss Dortmund höllisch aufpassen, dass sie eben diesen fünften Platz da noch verteidigen, weil ich eben auch nicht glaube, dass sie noch unter die ersten vier reinkommen und das ist das Einzige, was ich mit Edin Terzic nicht teile, dass sie eine grandiose Rückrunde spielen werden, weil die Mannschaft, außer sie holen jetzt dann noch drei, vier Mann, von denen wir nichts wissen, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, die Mannschaft bleibt ja gleich. Und jedes Mal sich darauf zu verlassen, das ist schon sehr gewagt. Sie werden mit Sicherheit das ein oder andere Spiel besser bestreiten, wie wahrscheinlich in der Vorrunde. Aber ob das dann schlussendlich noch reicht, um an den vierten Platz zu kommen, da habe ich doch ein großes Fragezeichen. Und wenn man mal guckt, eben der Rückstand nach oben ist größer als der Vorsprung nach unten. Das darf man ja auch immer nie vergessen, ne? Apropos unten, ganz kurz, wir wollen mal kurz in den Abstiegskampf schauen. Heidenheim haben wir drüber geredet. Der andere Aufsteiger Darmstadt ist Tabellenletzter wie erwartet. Bleibt das auch so? Ja, ich denke dort, Darmstadt wird Letzter, Vorletzter werden. Die haben nicht, meines Erachtens, nicht die Qualität, um da jetzt sogar schon, ja gut, die haben 10 Punkte. Es geht, wenn, wahrscheinlich nur um die Qualifikation, um den 16. Platz. Also die drei Mannschaften da unten, Mainz, Köln, Darmstadt, vielleicht können wir Union noch ein bisschen dazu nehmen. Ich glaube, dass die vier da unten den Platz um den 16. Platz unter sich ausmachen. Ich glaube, Bochum wird genügend Punkte zu Hause holen.
wenn man sieht, Köln nur 10 Tore geschossen, da muss man ja Darmstadt schon wieder loben, die schon 20 Tore geschossen haben. Mainz hat 13 Tore geschossen. Das ist letztendlich in der Bundesliga dann auch zu wenig. Und ich glaube, dass nochmal Darmstadt wird für mich ein sicherer Absteiger sein, die meines Erachtens auch nicht nachlegen können in der Winterpause. Und Köln, auch da sehe ich ein ganz tiefes schwarzes Loch für Köln. Aber auch da muss man gucken, was auf dem Trainerstuhl passiert. Markus, Abschließkampf? Ja, es wird mit Sicherheit noch einer dazukommen, den wir jetzt vielleicht noch nicht ganz auf dem Zettel haben. Ist ja meistens so, dass dann ein Verein in der Rückrunde auf einmal anfängt, nicht mehr zu punkten. Ja? Siehe Werder Bremen letztes Jahr. Bei den Gladbachern muss man trotz alledem noch ein bisschen aufpassen, die zwar immer wieder die in Führung liegen und dann es immer wieder doch schaffen, es leichtfertig aus der Hand zu geben. Aber das sind natürlich schon im Moment die drei Vereine mit Darmstadt, Köln, mit Mainz. Union glaube ich dann schon, dass sie zu viel Qualität haben. Die werden sich da unten rausarbeiten. Aber es wird natürlich eine knorzige Saison für sie. Aber Darmstadt ist natürlich, ja, das ist der Verein, wo auch keiner damit rechnet. Ja, und für das, finde ich, machen sie es gut. Ja, sie fighten, sie kämpfen, bis auf das Bayern-Spiel, wo es zur Halbzeit ja noch unentschieden stand. Auf einmal kriegen sie 8 Stück. War ja jetzt auch nichts dabei, dass sie abgeschlachtet worden wären oder total chancenlos waren. Aber schlussendlich, wie es Mario ja sagt, ist die Qualität halt nicht zu 100% vorhanden. Sie machen dann eben die Tore nicht in der entscheidenden Situation, wo sie die Möglichkeit hätten, es auf ihre Seite zu ziehen. Und dann, wie Mario auch richtig sagst, du brauchst halt schon auch unten einen, der dir mal die Dinge auch reinbatscht. Und das sehe ich bei Köln nicht. Das sehe ich eher sogar noch bei Mainz, die für mich schon noch die Qualität haben oder mehr Qualität haben, was das Spielerpersonal anbetrifft, wie in Köln, weil sie jetzt alle über den Trainer diskutieren. Ich fand es ja schon sensationell, was er die letzten Jahre gemacht hat. Ja, und da fand ich die Mannschaft ja schon nicht gut. Und er hat es geschafft, sie wirklich ins internationale Geschäft sogar zu führen. Also wirklich Wahnsinn. Und dann verlierst du mit Hector und Skiri noch deine zwei besten Spieler, mit Abstand besten Spieler, und kannst sie überhaupt nicht adäquat ersetzen. Und dass es dieses Jahr eng wird, das war mir von vornherein klar, weil Baumgart ist wirklich für mich ein herausragend guter Trainer, aber ein Zauberer ist er halt auch nicht. Naja, er hat ja auch schon angemahnt, dass auch nicht so viel Geld in der Geldbörse ist, ne, dass die Qualität besser werden muss, aber es wohl nicht funktioniert. Und wenn man so mal gehört hat, nach dem letzten Spieltag, macht er sich, glaube ich, auch selber Gedanken und macht vielleicht den Urs Fischer, ne? Dass er vielleicht selber auch sagt. Also den Anschein hatte ich nach seinem letzten Interview, also der war brutalst geknickt, weil sie waren ja in dem Spiel ja auch wieder die bessere Mannschaft, aber sie haben keinen, der ein Tor schießen kann, ja? Wenn nicht durch Zufall mal der Davy Selke angeschossen wird, passiert da ja nichts, ja? Und sie haben keine Stürmer. Wenn man sich die mal anschaut, boah, das ist natürlich schon extrem dünn aufgestellt. Und da hatte ich auch das Gefühl, oh, der ist jetzt wirklich am Überlegen, ob er nicht seine 7 Sachen packt, weil ich glaube, dass er auch die Überzeugung verloren hat, dass es mit dieser Mannschaft in die richtige Richtung geht. Und er weiß halt, dass auch nichts dazu kommt. Und es kommt nichts dazu. Nur die Frage ist halt, was ist günstiger, ja, dass du jetzt vielleicht im Wintertransferfenster nochmal es schaffst, einen Spieler, von dem du überzeugt bist, nach Köln zu holen, oder du nimmst den Abstieg in Kauf. Ja, das muss man sich halt mal finanziell ausrechnen. Es wird brutal schwer für den ersten FC Köln. Ich höre raus, Darmstadt und Köln werden wohl absteigen müssen, und dann fehlt mir ganz kurz gleich noch der Meistertipp. Mario, fangst du an? Ja, ich glaube, also es wäre für mich überraschend, wenn das in der Rückrunde genauso weiterlaufen würde. Ich glaube, dass Bayern trotz allem noch irgendwie Meister wird, weil wir wissen es ja, mit dem Afrika- oder Asien-Cup sind ja 5-6 Spieler von Leverkusen weg. Wenn sie das natürlich einigermaßen überstehen können, dann haben sie eine große Chance. Aber ich glaube doch, dass es irgendwann mal, wenn es mal vielleicht die erste Niederlage in Leverkusen gibt, dass dann Bayern zur Stelle ist.
Markus? Oh, Leverkusen macht für mich echt einen gefestigten Eindruck. Und deswegen, wenn sie den Januar überstehen, einigermaßen schadlos, dann habe ich ja schon das Gefühl, dass Leverkusen es durchziehen kann. Ja? Und Bayern, klar, darfst du nie abschreiben, weil die einfach die eine brutale Qualität haben und sie wissen eben, wie es auch geht, deutscher Meister zu werden. Ja? Das ist ja bei Leverkusen, haben sie ja noch nicht so viele geschafft. Ja? Glaube ich, noch gar keiner, oder? Und ich wüsste nicht, dass einer dabei ist. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, das ist natürlich schon geil. Ich sage jetzt einfach mal, Leverkusen wird's, weil wir wünschen uns ja alle mal einen anderen deutschen Meister. Ja, ist so ein bisschen Cinderella-Story. Gegen Bochum hat er dann tatsächlich auch ohne diese fünf gespielt, die im Afrika-Cup sind. Und da kommt der Schick wieder nach gefühlt 5 Jahre Verletzung und macht dann mal eben 3 Tore. Also das, ich glaube, da geht im Moment alles. Ja. Aber wenn wir bei Erfolgsmannschaften sind, sind wir natürlich auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Willst du mich verarschen oder was? Nee, ich dachte, ich mach mal so einen schönen Übergang. Wir haben die Europameisterschaft 2024. Wie groß ist die Freude? Ja, wie groß ist die Freude? Ich meine, weil es nicht schlechter werden kann wie die letzten Spiele. Da müssen wir offen und ehrlich mit umgehen. Das ist eine Situation in der Nationalmannschaft, die meint, Toni Kroos sich denn das antut, nochmal zurückzukommen, weil da würde sich vieles kaputt machen können, wenn es nicht funktioniert. Aber auch da sehen wir ja schon, wie groß die Verzweiflung in der Nationalmannschaft ist. Wenn man darüber nachdenkt, Toni Kroos nochmal zu reaktivieren für die Nationalmannschaft, dann ist die Not sehr, sehr groß. Und nochmal, ich hoffe, dass die einzelnen Spieler wieder alle ein bisschen Form kriegen. Ich hoffe, dass Julian das jetzt endlich mal so durchzieht, dass er sagt, Kimmich auf die rechte Seite stellt, ansonsten auf die Tribüne. Das gibt viele Baustellen. Ich bin gespannt. Nochmal, ich habe so den Willen und den Glauben an die Nationalmannschaft verloren. Ich bin auch nicht so von überzeugt, wenn die Mannschaft keine Form kriegt. Man sagt ja, sie haben wieder Glückslose gekriegt. Ich wäre da sehr vorsichtig mit diesen 3 Mannschaften, gegen die wir zu spielen haben, um zu sagen, das wird ein Selbstläufer. Ja, die Freude ist groß. Zum einen, weil es halt wieder ein Turnier ist, dann ein Turnier hier in Deutschland. Also darauf freue ich mich extrem. Habe aber auch sehr, sehr viele Fragezeichen, was unsere Mannschaft anbetrifft. Ja, und wie Mario gesagt hat, Toni Kroos, wir brauchen über den Toni nicht reden. Ja, das ist für mich der größte, den wir haben. Und nichtsdestotrotz finde ich, brauchen wir ja diesen Spielertypen ja gar nicht. Ja, den haben wir ja. Diese fußballerische Lösung, die Spieler haben wir genügend. Ja, wir brauchen eben diesen Balance-Spieler, der weiß, wo er hingehen muss, wo es auch wehtut, wo er seiner Abwehr eben auch extrem weiterhilft, weil er eben wahnsinnig viele Löcher stopft. Und das ist ja Toni Kroos nicht. Er ist ein herausragend guter Fußballer, aber er braucht ja einen Sami Khedira 2014 neben sich, um dann eben auch sein Spiel machen zu können. Bei Real Madrid hat er Casemiro neben sich gehabt, deswegen konnte er eben auch so Fußball spielen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Spielertypen braucht. Ja? Da haben wir ja mit Gündogan, mit Goretzka, wer spielt denn da noch alles? Also die Groß, haben wir ja. Ja. Groß haben wir noch. Groß hätten wir noch näher dran. Pascal Groß, ja. Ja, Pascal Groß. Eben. Aber du brauchst ja eher diesen klassischen Sechser in meinen Augen, der die Balance herstellt, dass eben ein Gündogan auf der 8 spielen kann, was ja seine beste Position ist. Das ist ja auch ein Toni Kroos seine beste Position, diese 8 von da das Spiel zu gestalten. Aber zu wissen, hinter mir ist noch einer, der räumt dann auch für mich mit auf. Und der fehlt mir, ja, da mal jemanden zu installieren und festzuhalten und zu sagen, hey, du bist mein Mann vor der Abwehr. Du hilfst den 2 Innenverteidigern, dass die dass es für sie eben nicht so schwer wird, weil wir haben im Moment einfach nicht die besten Innenverteidiger. Ja, die brauchen die Unterstützung. Und so wie es Mario eben auch gesagt hat, mir fehlt im Moment der Glaube,
dass jetzt auf Knopfdruck geben die jetzt auf einmal wieder alle Gas. Ja, und das ist so ein schleichender Prozess gewesen in meinen Augen, der viel zu lange geduldet worden ist, weil sie eben von namhaften Clubs kommen, zu sagen, ja, da kann ich mit halber Kraft spielen, ja, weil ich bin ja ein Spieler von Real Madrid, ich bin ein Spieler von Bayern München, von weiß der Teufel woher. Ich mache nur noch die schönen Sachen, ja, die Drecksarbeit, die mache ich nicht mehr, ja, weil ich bin ja Nationalspieler. Und da fehlt mir der Glaube, dass die Jungs da bereit sind, dann wieder sich den Arsch aufzureißen, wirklich diese, wo der Jogi Löw das gesagt hat, bin ich fast von der Couch gefallen. Ja? Diese deutschen Tugenden, ich kann den Schmarrn nicht mehr hören, es gehört viel mehr dazu. Ja, klar gehört mehr dazu, aber du musst erstmal wieder mit der Basic anfangen. Ja? Weil wenn du mit der Basic nicht anfängst, du fangst ja auch als Haus von unten an aufzubauen und haust dir gleich das Dach irgendwo drauf, sondern du brauchst ein stabiles Fundament und das haben wir im Moment nicht. Und das wird die spannende Frage sein, ob er das in der Kürze der Zeit hinbekommt. Und ob er eben auch bereit ist, da so einfach wie möglich zu werden, oder ob er es meint, er muss sich da auch da verwirklichen, ja, und meinen, er muss die Spiele gewinnen, weil dann wird's nix. Ja? Und wie es der Mario gesagt hat, so einfach sehe ich die Gruppe eben auch nicht. Ja? Pass mal auf im ersten Spiel gegen die Schotten, ja, wenn da mal 30.000 Schotten im Stadion sind. Die machen erstmal Alarm vom Allerfeinsten. Die können vielleicht nicht so gut Fußball spielen wie wir. Das wird definitiv der Fall sein. Aber Mentalität haben die. Die werden marschieren wie die Geisteskranken. Und dann spiel mal so eine Mannschaft, die mit 10 Mann 20, 30 Meter vom Tor parken, spiel die mal aus. Das ist nicht so einfach, wie alle glauben. Dann hast du die Ungarn, die haben wir ja schon leidvoll erfahren, dass es nicht ganz so einfach ist gegen die. Und dann hast du die Schweizer, die weltranglistentechnisch weit vor uns sind. Und ja, die ist eingespielt, die Truppe, ja. Die können was. Die spielen bei großen Vereinen. Also, das wird nicht so ein Selbstläufer, wie alle glauben. Und vor allen Dingen nicht mit dieser Mentalität, was sie im Moment in sich tragen. Dann kurz vielleicht noch Personal. Du hast Waldemar Anton gesagt, der Stabilität bringt. Ich werfe Robin Koch noch da rein. Für mich ähnlich, was die Stabilität hinten angeht. Dennis Undorf ist ja einer, der im Moment performt, muss das natürlich noch bestätigen in der zweiten Hälfte. Sind das auch so Namen, die ihr im Kopf habt? Gibt es da vielleicht noch den einen oder anderen, der da noch mit muss, soll, kann? Nein, ich glaube, du hast ja die schon genannt. Also in der für die Innenverteidigung mit Anton, der es in Stuttgart gezeigt hat, mit Robin Koch. Für mich auch ein Spieler, den du mit auf jeden Fall mit auf die Liste setzen musst. Ich würde als Julian Nagelsmann, ich würde richtige Zeichen setzen und nicht an dem kleineren Spieler, sondern an den großen Spielern. Für mich ist Rüdiger nicht der Innenverteidiger, für den er gemacht wird. Da würde ich ein klares Zeichen setzen, aber nochmal, wir müssen auch gucken, was passiert mit dem einen oder anderen Spieler. Verletzt er sich noch? Da muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass wir den einen oder anderen Spieler denn auch mitnehmen müssen und sollen, der sich darüber freut, noch bei der Nationalmannschaft spielen zu dürfen, der sich freut, im eigenen Land eine Europameisterschaft spielen zu können, der seine Form hat. Und es geht nicht nach Namen, sondern meines Erachtens geht's hier in Deutschland im Sommer nur um, wer will für die deutsche Nationalmannschaft spielen und nicht Namen dürfen für Deutschland spielen. Ja, Julian muss es eben schaffen, wieder eine Achse herzustellen. Ja. Da baue ich doch sehr eben auf Manuel Neuer. Ich hoffe, dass er fit bleibt, dass er gesund bleibt, dass er die Leistungen, die er mir jetzt gezeigt hat, dass er die weiterhin bestätigen kann. Und dann ist er für mich unverzichtbar für die Nationalmannschaft. Dann brauchst du, und das ist für mich jetzt schwer zu sagen, weil du, im Moment hat man ja das Gefühl, bei den Innenverteidigern, du wirfst alle in einen Sack, haust drauf, du triffst immer den richtigen, mal redst über den, dann spielt der wieder wie Wahnsinn, dann kommt der nächste wieder, spielt Wahnsinn. Aber er muss jetzt sich entscheiden mal für eine Achse, wo du sagst, okay, das ist mein Innenverteidiger. Der, wenn einigermaßen fit bleibt, dann spielt der immer. Und dann geht's übers Mittelfeld weiter. Gut, er hat sich ja schon für Gündogan, hat er sich ja schon ausgesprochen, hat ihn zum Kapitän gemacht und es bleibt ja auch so. Also muss er ja auch spielen.
Und dann brauchst du vorne, dann ist es eben, ja, ist es Füllkrug, ist es, weiß der Teufel wer, dem musst du halt vorne jetzt eben auch das Vertrauen geben. Ja? Und darum baust du dann eben deine Mannschaft drumherum. Wir haben gerade, was nach vorne anbetrifft, sind wir ja herausragend gut aufgestellt. Wenn ich an Musiala denke, an Sané, an Wirtz, Chris Führich, der für mich eine überragende Saison bis jetzt spielt. Also du hast da wirklich große, große Qualität. Entscheidend wird sein, was schafft er im Defensivverbund? Ja? Wie schafft er das, die richtigen Leute zu finden, da die wieder mit Herzblut eben auch verteidigen, die richtig Bock haben, das eigene Tor zu verteidigen. Und darüber hinaus, wenn ich dann immer höre, ja, die müssen aber auch fußballerisch, nein, Innenverteidiger muss jetzt erstmal das Tor verteidigen. Er muss den Stürmer ausschalten, der darf da nichts anbrennen. Und ganz ehrlich, alle die Innenverteidiger, die wir jetzt genannt haben, die können einen Ball von A nach B spielen, aber die sind jetzt nicht dafür zuständig, da noch einen Spielmacher zu tätigen, sondern sich wieder auf die Tugenden zu besinnen. Ein linker, rechter Verteidiger, die haben wir nicht mehr, weil wir haben links und rechts außen da stehen. Aber das Wort bringt's ja schon mit. Linker Verteidiger, also du bist erstmal dafür da, da hinten zu verteidigen. Und wenn du dich darüber hinaus noch zwei, dreimal einschalten kannst, umso schöner. Aber du bist ein Verteidiger und da müssen wir wieder hinkommen und nicht meinen, wir müssen alles in Grund und Boden spielen, sondern wenn ich hinten keins bekomme, habe ich schon mal nicht verloren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der Truppe mal vorne ein Tor schieße, ist ja relativ hoch, weil wir haben einfach diese individuelle Qualität. Also schau, dass du hinten den Laden dicht bekommst und vorne machen wir schon irgendwie eins. Ich traue mich nicht zu fragen, aber ich frage trotzdem am Ende, Europameisterschaft Deutschland, wo werden sie landen? Das klang jetzt alles immer sehr pessimistisch, aber wir sind doch von Haus aus Optimisten. Ich hab's ja gesagt. Vielleicht dann tatsächlich, wenn du gegen die Schotten einigermaßen reinkommst, vielleicht kann ja auch alles passieren, ich weiß es nicht. Ja, kann alles passieren. Es kann in diese Richtung oder in diese Richtung gehen. Aber ich habe ja gesagt, wenn wir ins Viertelfinale kommen, das wäre meines Erachtens schon ein großer Erfolg. Da müssen wir uns ja ehrlich sein. Im Moment, so wie sie performen, wäre ich mit dem Viertelfinale ganz zufrieden. Der Traum wäre Halbfinale, ganz klar, aber ich wäre erstmal mit Viertelfinale ganz, ganz, ganz zufrieden. Ja, würde ich auch sofort unterschreiben. Die Mannschaft gibt einfach im Moment nicht den Anlass, euphorisch zu sein, ja? Weil wir sind ja dafür da, es nüchtern und realitätsnah einzuordnen, ja? Und ich wäre erstmal sehr, sehr froh, wenn wir die Gruppenphase überstehen, ja? Weil ich sehe die schwieriger, wie viele es vielleicht sehen wollen. Und wenn wir Viertelfinale erreichen sollten, dann wäre das absolut gigantisch, das wäre überragend. Damit hätte ich wahrscheinlich davor nicht gerechnet, weil die Mannschaft gibt's im Moment einfach nicht her. Sie gibt nicht den Anlass her, euphorisch zu sein. Ja? Und wenn man das ganz nüchtern, realitätsnah sich anschaut, die letzten Turniere noch hinzunimmt, ja, dann wäre ich sehr, sehr froh, wenn sie das Viertelfinale erreichen können. Halbfinale wäre der Wahnsinn. Also dann wäre alles bezahlt. Vom Finale brauchen wir gar nicht diskutieren. So, liebe Leute draußen, ihr habt bestimmt viele Geschenke zu Weihnachten bekommen und da war viel wahrscheinlich dabei, was ihr gar nicht haben wollt. Ihr könnt es umtauschen und mit dem Geld, was ihr zurückkommt, kauft ihr ein Buch, nämlich das von Markus Babbel. Denn du bist ja Autor, Schriftsteller, Literat geworden. Ja? Ich kann es nur empfehlen. Wahnsinn. Hast du es gelesen? Ja, ja, liegt natürlich. Liegt auf deinem Nachttisch. Das liegt neben meinem Nachttisch, genau, neben meinem Bett. Ja, kurz vorm Schlafen gehen, blätterst du noch ein bisschen rein. Ja, ja, sehr interessant. Markus, dann hau doch mal auf die Werbetrommel. Wie heißt dein Buch und was geht's? Es geht darum, um meine Geschichte. Ich habe ja selber nicht gedacht, dass meine Geschichte so spannend ist, weil ich das eigentlich als relativ normal abgetan habe. Aber wenn man dann mal so zurückblickt und mal wieder da hineingeht, wirklich tolle, spannende Geschichten. Vor allem, ich musste ja, oder mir war es wichtig, nicht ein Buch herauszubringen, um zu sagen, wie toll ich bin. Ja? Das weiß ich ja selber. Da brauche ich keinen anderen dafür. Nein, es ging darum, eben auch die Schattenseiten meines Lebens eben auch zu beleuchten. Und das war für mich schon nochmal auch einschneidend, da nochmal hineinzugehen, auch in tief traurige Geschichten, die mein Leben eben schon hinter sich bringen mussten, da nochmal einzutauchen, wirklich in den Schmerz auch hineinzugehen, es nochmal auch zu besprechen, es dann niederzuschreiben. Und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es hat mir selber auch wahnsinnig viel geholfen.
Es war wirklich so eine Zäsur. Ich sage immer, ich bin 50 jetzt oder 51. So die erste Halbzeit war ich auf dem Platz gestanden. Ich bin schon mal nicht ausgewechselt worden. Jetzt muss ich mal schauen, wie lang ich noch auf dem Platz stehen darf. Und das war jetzt so eine Halbzeitanalyse für mich. Und das war auch für mich hochspannend. Und ich bin wirklich begeistert, nicht weil es über mich ist, sondern dass da wirklich ein tolles Buch entstanden ist. Alex Raag hat es sensationell gut niedergeschrieben, wo ich mich zu 100% identifizieren kann. Und es ist wirklich empfehlenswert. Nicht weil es über mich ist, sondern weil es einfach eine tolle Geschichte ist, mit allen Höhen und Tiefen, was so ein Leben mit sich bringt. Und da eben für jeden ist was dabei, eben auch lustige Anekdoten aus der Vergangenheit, aber eben auch, wie gesagt, tief traurige Momente, wo man eben auch zu bewerkstelligen hat. Taucht Mario Basler auch auf oder kommt das dann in dem zweiten Buch? Natürlich, mein Freund Mario ist natürlich dabei, weil über den kannst du allein schon ein Buch schreiben, meine Anekdoten, was ich mit dem schon alles erlebt habe, ist ja schon ein ganzes Buch wert. So dick wie Krieg und Frieden, ne? Das war, glaube ich, ein toller Satz. Genau, das ist ein schöner Duden. Ja, also, kauft euch das Buch, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass wir es hier mal verlosen, das wäre vielleicht auch ganz schön. Ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Und Mario schreibt vielleicht auch mal wieder ein Buch, ne? Nee. Über den Podcast haben wir jetzt auch schon einige Folgen gehabt. Mensch, schreibe eins über dich, dass du keine Ahnung hast vom Fußball oder so. Ja, das ist aber nur eine Seite. Das ist das dümmste Buch, was es je gab. Ach, muss ja auch mal so eins geschrieben werden. Kommst ins Guinness-Buch. Genau. Das dümmste Buch, das kleinste Buch. Ja, liebe Leute, das hat total Spaß gemacht. Das können wir gerne öfter machen. Markus, danke, dass du als Überraschungsgast dabei warst. Vielen Dank, jawohl. Ich sage danke, ich hoffe, Spaß gemacht. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. So hoffe ich auch. Und alle kaufen jetzt dein Buch. Schreib das nächste. Setz dich gleich hin, wenn du gleich Zeit hast. Wir wollen dann die Fortsetzung hören. Und Mario und ich, wir werden das dann verfilmen. Ne? Müssen noch genau. Jemanden finden, der dich dann schauspielert. Ja, hast du da eine Idee? Wer kann das machen? Weiß ich nicht. Ja, der Mario hat ja schon fast dieselbe Frisur wie ich. So. Ich bin ja auch schon ein paar Tage älter wie du, Markus. Ja, und der tritt ja auch schon in Shows auf. Haben wir letztes Mal gesehen, der kann das ja. Der ist ja schauspielerisch eine absolute Eins, der Mario. Geht alles. Geil, Mario Basler spielt Markus Babbel. Wenn das kein Selbstläufer ist, dann weiß ich es auch nicht. Also, vielen Dank da draußen, vielen Dank Markus, alles Gute, bleib gesund, komm gutes neue Jahr und wir überprüfen das natürlich, was du uns alles erzählt hast. Ne? Wenn das nicht stimmt, hauen wir es dir um die Ohren, das weißt du. Ja, immer. Mario, dir natürlich auch alles Gute. Wir machen jetzt eine Woche Pause, naja. Wir müssen uns einmal auch mal ein bisschen mal entspannen, aber wir sind ja dann Anfang Januar, an dem Montag vor dem Spieltag, und der beginnt ja schon am 12. Januar mit Bayern gegen Hoffenheim, sind wir schon wieder da. Jawohl. Dann gucken wir mal, wer wohin transferiert wurde und was so alles passiert ist und blicken dann auf den Spieltag. So machen wir's. Dann kommt gutes neue Jahr. Wir freuen uns auf 2024 mit vielen Geschichten rund um den Fußball bei Basler Ballert, powered by Newsflash 24. Heute die Ausgabe Basler und Bubble Ballern. In diesem Sinne, Servus. Frohes neues Jahr. Ciao, tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.